Polizisten retten Katze aus brennender Wohnung. Alarm am gestrigen Abend in Hamburg-Altona. Gegen 21.15 Uhr kam es in einer Wohnung in der Max-Brauer-Allee zu einem Brand in einer Küche. Die Polizei war bereits vor der Feuerwehr vor Ort und öffnete die Tür, da vermutlich noch Personen in der Wohnung waren. Glücklicherweise stellte sich dies als Falschmeldung heraus. Doch als sie die Tür öffneten, begegnete ihnen eine verängstigte Katze. Umgehend griff einer der Beamten zum Tier und rettete es aus der verrauchten Wohnung. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr ging zur Brandbekämpfung vor und musste Teile einer brennenden Küche ablöschen. Die Wohnungsmieter kamen im Laufe des Einsatzes heran und betraten den Hausflur aus Sorge um die Wohnung. Hierbei atmeten sie auch Rauchgase ein. Ein alarmierter Rettungswagen sowie ein Notarzt versorgte das Paar vor Ort, welches eine Fahrt ins Krankenhaus ablehnte. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt.